lese ich so entspannt Zeitung bei einem Kaffee und gucke so durch und natürlich die TA, ist klar, und also vorher hatte ich natürlich die TZ gelesen und was lese ich schon wieder? Griechenland, Eurokrise und so weiter. Und dann gucke ich, Professor Helge Polkert im Interview mit der Thüringer Allgemeinen, und was sagt er? Die EU macht Griechenland zum Protektorat. Dachte ich, müssten doch gleich mal anrufen. Den kritischen Ökonomen und Sozialwissenschaftler Helge Polkert von der Universität Erfurt. Schönen guten Morgen, Helge. Guten Morgen, Carsten. Das ist ja mal was anderes, in der Zeitung ein Interview zu geben. Das da redet man eine halbe Stunde, dann wird ein Interview draus gemacht. Ist es denn in deinem Sinne gewesen, das Interview? War das okay, mit der Zeitung zu arbeiten? Ja, das war prima und sehr professionell, gute Fragen und auch sehr treffend zugespitzt. Das, was ich wirklich meinte. In diesen Zeiten spitzt sich ja einiges zu, auch in der öffentlichen Debatte. Habe ich das Gefühl, dass sich alles polarisiert, dass die einen sagen, wie die Bild-Zeitung schreibt, Merkel rettet die Griechen mit unserem Geld. Das ist ja schon fast Propaganda. Und die anderen sagen, die Griechen sind die Guten und das sind die Opfer. Die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen? Die Wahrheit ist schwer zu ermitteln, weil ich und die meisten anderen, die sich zu äußern, ja nicht dort am Verhandlungstisch gesessen haben. Allerdings ist jetzt natürlich eine katastrophale Lage entstanden, weil alle gegen alle aufgebracht werden und der IWF ja gesagt hat, am Schuldenschnitt kommt man sowieso nicht vorbei. Der Tsipras wird die Mehrheit seiner Syriza jetzt heute bei der Abstimmung verlieren. Da werden jetzt andere zustimmen müssen. Er selber hat von Erpressung gestern Abend im Interview gesprochen. Das stimmt ja auch irgendwie. Der deutsche Bürger fühlt sich irgendwie über den Tisch gezogen, weil ja jetzt klar ist, dass, und vor zwei Wochen war es noch 50, jetzt sind es mal 80 Milliarden. Wer weiß, wo das endet. Er meint, hier also praktisch in die Vorlage gehen zu müssen. Die Probleme sind alle nicht gelöst. Und man kann sagen, dass Deutschland sich jetzt einen neuen Ruf erarbeitet hatte. Wir hatten ja zur Fußball-Weltmeisterschaft Weltmeister der Herzen und jetzt tritt Herr Schäuble als Weltmeister der Herzlosigkeit auf, ohne dass es irgendjemandem was bringen wird, weil das, was vorgesehen ist, natürlich vollkommen unrealistisch ist. Bevor wir zu Schuldenschnitt und anderen Dingen kommen, nochmal zu diesen Aussagen, zum Beispiel aus der Bild-Zeitung. Da stand ja, glaube ich, vor zwei Tagen, Merkel rettet Griechenland mit unserem Geld. Bisher ist da aber noch kein Cent Steuergeld geflossen. Das sind doch alles nur Schulden. Wenn jetzt Griechenland pleite gehen sollte, wenn es also eine Staatsinsolvenz gibt, dann werden diese Forderungen fällig, oder besser gesagt die Bürgschaften. Ist das so, wie ich das sage, dass noch kein Cent Steuergeld geflossen ist? Das ist absolut richtig und da hatte ja neulich auch die Frau Herrmann schon korrekt darauf hingewiesen. Und man hat sogar ja Gewinn gemacht. Ich meine, die EZB verdient mit Griechenland Geld, das ihnen eigentlich, die Zinsgewinne, die ihnen eigentlich zugesagt wurden und die man jetzt, obwohl das alles akzeptiert wurde, man könnte das ja, ich meine, bis zum 20.07. müssen die Griechen 7 Milliarden aufbringen und es wird gesagt, bei uns dauert es noch ein bisschen mit dem nächsten Rettungsschirm, ja, oder den Rettungsgeldern. Und bis dahin könnt ihr mal gucken, wie er zurechtkommt. Und da hätte die EZB sagen können, ja gut, dann verrechnen wir das und fertig ist der Lack. Machen sie aber nicht. Das heißt, eine brutale Haltung, die hier schon vorherrscht. Und in der Tat, es ist noch kein Cent geflossen. Und man kann der Bild-Zeitung ja sie mal und den Leser mal darauf hinweisen, es waren ja ursprünglich mal private Schulden sozusagen, von denen die Griechen Kredit gegeben haben. Die haben damit ein paar Jahre Gewinn gemacht und nachdem das jetzt schief ging, wurde das auf den Superesel, den Steuerzahler, praktisch überwälzt. Insofern darf sie sich nicht beschweren, weil sie das ja praktisch provoziert und hervorgerufen hat. Selbst der Internationale Währungsfonds sagt, so geht es nicht, es muss eine Umschuldung her und es braucht ein Konjunkturprogramm und so weiter. Die Leute wachen auf, aber in Deutschland scheint die Erkenntnis nicht zu wachsen. Im Gegenteil, dass man Griechenland nicht in den Grexit treiben darf. Ja, das ist die Frage. Man überlegt ja, was war Tsipras Strategie, das akzeptiert zu haben und nicht wie vor ihm Varoufakis schlicht und einfach mal zu gehen. Generell war die Alternative, die hier vorgelegt wurde, sich entweder vom Bären fressen zu lassen oder über die Klippe zu springen. Da hat Tsipras sich eben für das Auffressen lassen auf Raten entschieden.
Was auf deutscher Seite hier im Hintergrund steht, ich weiß es nicht genau. Ich vermute mal, man wollte Griechenland aktiv hier raustreiben aus dem Euro, um mal ein Exempel zu statuieren. Und in kleinen Raten hat man es ja jetzt, obwohl die ja alles akzeptiert haben. Und diese Protektoratsgeschichte, ich meine, es ist ja unglaublich, dass die Troika allen Haushaltsgesetzen zustimmen muss. Ja, das ist ja wirklich eine völlig neue Qualität in unserem wunderschönen Europa. Und man will sie raustreiben und jetzt sagt Schäuble ja, die sollen jetzt bis diese 7 Milliarden, da sollen sie doch mal Schuldscheine ausgeben. Und dann hätte ich gesagt, na gut, dann können wir ja gleich eine Parallelwährung einführen. Es hätte ja auch andere Lösungen gegeben. Ja, man kann sich ja fragen, was hätte man denn machen sollen? Und es ist ja erstaunlich, dass so Wirtschaftsliberale, wie zum Beispiel der Martin Wolf von der Financial Times, der hat ja gesagt, man macht das so, über die Schulden ab 2020 reden wir jetzt mal nicht, ja? Also wir reden mal über die nächsten 5 Jahre. Da fallen Schulden beim IWF, bei der EZB und so weiter an. Und da sagt man, man streckt die, ja, so dass die Griechen pro Jahr nur 300 Millionen oder so zurückzahlen müssen. Also um das einfach zu sagen, so eine Art Moratorium entweder aussetzen oder genau, zu sagen, geringere Raten, damit Griechenland oder die griechische Regierung oder Staat Luft zum Atmen hat, also genau, damit er nicht erstickt. Genau so ist es. Beim Ersticken entschuldige, wenn ich das noch hinzufügen darf, das ist jetzt der entscheidende Punkt, ohne Kondition. Das heißt, es sitzt keine Ex-Troika da und schreibt den Griechen vor, dass es Tafelsilber jetzt verscherbeln sollen, was jetzt zum Teil schon passiert ist, ja, wenn man sich diese Wetteinrichtung, da wird ja jetzt gut verdient mit, man sagt ihnen nicht, wie sie das machen sollen, sondern man sagt, passt auf, ihr kriegt 5 Jahre dieses Moratorium, ihr kriegt keine neuen Hilfsgelder in der Zeit, könnte man ja sagen, ja. Und wie ihr die Probleme löst, das ist eure Sache. Ja? Das müsst ihr rausfinden. Ihr habt über Jahrzehnte, ist das schiefgelaufen mit der Staatsverwaltung und so weiter. Und jetzt braucht ihr mal ein paar Jahre, um euch selber darüber klar zu werden. Ja? Das wäre die Alternative. Man macht überhaupt keine Auflagen. Das Problem sind die Auflagen, sagst du, das meinst du auch mit, dass die EU Griechenland zum Protektorat macht, weil diese Auflagen, diese Sparauflagen, Sachen zu verkaufen, der Druck zu groß ist? Ja, natürlich. Und vor allem Griechenland ist in einer absoluten Wirtschaftskrise, ja, die jetzt noch verschärft wird durch die Lösung im Moment, weil ja gesagt wird, einen Monat bleiben die Banken zu und in Frankfurt sitzen die ganzen Griechen mit den LKWs in der Sonne, weil sie keine Überweisung mehr tätigen können und die Weinhändler und Olivenhändler und so weiter den Nachschub nicht kriegen. Ja. Ein Aufschub wäre nötig, weil das Land schlicht und einfach am Ende ist. Und es ist ja nicht richtig zu sagen, dass die Vorgängerregierung, die ja nun nicht meine Herzensbrüder waren sozusagen, ja, die haben doch schon eine ganze Menge gemacht. Der griechische Haushalt war fast ausgeglichen, ja. Ich meine, die Löhne, ich kenne es ja aus der eigenen Familie her, die Löhne sind halbiert, die Leute sind zum Teil entlassen, ja. Es ist verdammt viel passiert. Die Renten werden nicht erhöht, teilweise wurden sie ja sogar nachträglich noch ein bisschen gekürzt. Also es gibt, und wenn man sich den OECD-Reformindex anguckt, da steht Griechenland dann an erster Stelle. Nicht in Sachen Nicht-Reform, sondern weil sie schon eine ganze Menge gemacht haben. Aber die mediale Debatte ist so eine völlig andere. Mir wird zumindest vermittelt, dass ja die anderen Staaten, gerade die baltischen Staaten, die haben alle Sparauflagen erfüllt, die Spanier, alle halten sich an die Regeln, das ist ein einfacher Bild, alle halten sich in der EU an die Regeln, nur die Griechen nicht, weil die das Geld verprassen. Das ist natürlich ein super Witz. Man braucht immer einen schönen Sündenbock, auf den man rumhacken kann. Also ich weiß nicht, wie Varoufakis sich in den Verhandlungen verhalten hat. Ja? Aber generell ist es ja so, die Länder, die erfolgreich sind, haben sich gerade nicht an die Regeln einer Austeritätspolitik gehalten. Zumindest zum wesentlichen Teil nicht. Wenn also wir Spanien auch nicht? Spanien überhaupt nicht. Ich meine, die Spanier haben die Steuern gesenkt für die Unternehmen. In Griechenland soll die Mehrwertsteuer, aber auch Körperschaftssteuer erhöht werden. Ja? So, in Spanien gibt es im Moment eine Abwrackprämie, sonst wäre die Automobilindustrie im Eimer. Das heißt, die machen genau dieses Konjunkturprogramm, was die Merkel gemacht hat, machen die Spanier auch. Die Spanier halten sich überhaupt nicht an die eigentlich über den Fiskalpakt ja immerhin abgesegneten 3% Neuverschuldung. Die liegen nämlich ganz locker doppelt so hoch. Ja? Die sind knapp unter 6%.
Prozent. Mit anderen Worten, die Spanier halten sich überhaupt nicht dran und die anderen Länder ja doch auch nicht. Ich meine, Frankreich geht auch auf die 100% Verschuldung zu, ja. Und Juncker hat als allererstes, nachdem er gewählt wurde, gesagt, liebe Freunde, Dankeschön. Und jetzt betrachten wir diese ganzen Schuldenbremsen mal etwas relaxter. Das heißt, da wird mit unterschiedlichem oder mit zweierlei Maß gemessen? In gewissem Sinne schon. Ich meine, man will an Griechenland ein Exempel statuieren. Der Rajoy in Spanien, das ist ein konservativ-liberaler, ja. Und in Griechenland ist eben zum ersten Mal seit langer, langer, langer Zeit, gibt es da eine linke Regierung, die zum Beispiel auch diese Steuer einführen wollte auf Gewinne über 500.000 Euro. Das hätte dann die großen Touristenanbieter wie TUI, die wunderschönen Traumschiffe, die da gelegentlich anlegen und so weiter. Die hätte das getroffen. Und da hat dann natürlich die Ex-Troika gesagt, nee, das sind ja unsere Leutchen, die da Geld verdienen. Soweit kommt's noch, ja. Verkauft mal lieber eure Häfen und eure Elektrizität und so weiter an unsere Industrieleute. Das ist eine viel bessere Idee. Natürlich nicht für die Griechen. Also ist es nicht nur ein Kampf der ökonomischen Schulen, wie Herr Flassbeck das sagt, sondern ist es mehr? Es ist auch eine ideologische oder eine politische Frage oder ein Kampf? Wie würdest du das sagen? Natürlich, das ist die Frage, wie soll es in Europa weitergehen? Gemischt mit Ideologie, ja. Ich nenne das gerne den technokratisch-autoritären Postliberalismus. Das ist, deswegen können die Franzosen da im Moment auch zustimmen, weil da so ein bisschen Planification und so weiter reinkommt. Ja. Das sieht so aus. Und Hollande hat ja jetzt davon gesprochen, wir brauchen eine Wirtschaftsregierung. Ja. Und der Fünf-Präsidenten-Bericht von einigen Präsidenten da in der EU hat das ja auch schon bestätigt. Man will hier praktisch ein Technokratenregiment, was in gewissem Sinne unabhängig oder über oder vorgeschaltet den demokratischen Entscheidungsprozessen ist. Daran ist da gedacht, ja. Ein bisschen makroprudentielle Regulation, also dass man mal guckt, wie steht es denn mit den Schuldenständen durch die EU-Kommission und so weiter. Und in Griechenland, das liegt ja auch auf der Linie, die Arbeitsmarktreform, dass Massenentlassungen möglich sind, dass es keine Tarifverträge mehr gibt und solche Dinge, an die wird da eben gedacht. Mhm. Insofern steht da ein ganz klares Politprogramm dahinter und es sieht alles chaotisch aus, aber irgendwo ist es das auch nicht. Das klingt ja nach, will nicht sagen nach Verschwörung, aber zumindest danach, dass es irgendwie diesen neoliberalen Zeitgeist gibt, gepaart mit diesem, mit der Austeritätspolitik, dass das das Primat in Europa perspektivisch sein soll und dagegen steht eine andere Wirtschaftspolitik, eine Alternative oder wie muss ich mir das vorstellen? Naja klar, die Lasten sollten ja anders verteilt werden. Das war ja eins der Ziele von Syriza. Ist ja auch interessant, dass jetzt in diesem Papier, was Schäuble da ausgegeben hatte am Wochenende und auch in den Vorschlägen, die jetzt durchkommen müssen, da steht ja nichts davon, dass zum Beispiel die oberen 20% der griechischen Bevölkerung, dass denen jetzt mal beherzt steuerlich die sich zur Brust genommen werden. Da steht zwar allgemein drin, aber nicht so konkret wie bei der Mehrwertsteuererhöhung. Da stehen die Sätze drin. Und es ist ja nicht nur eine neoliberale Haltung, sondern es ist ja auch ein Schuldensozialismus drin, ja. Was meint Schuldensozialismus? Schuldensozialismus heißt, dass wenn irgendwas schief geht in der Privatwirtschaft, der Steuerbürger praktisch die Lasten trägt und dass der Draghi eben mit allen möglichen Dingen, der kauft die Staatspapiere jetzt auf en masse, ja, damit die Zinsen für die Spanier und Italiener und so weiter und Franzosen nicht so hoch sind. Das ist ja eine Preismanipulation. Wir haben eine Nullzinspolitik, ja, und. Also insofern ist das eine ganz merkwürdige Mischung zwischen einer monetären Zentralverwaltungswirtschaft und einem marktliberalen Programm für die redlich ihrer Arbeit nachgehen. Sagt Professor Helge Peukert, er ist Wirtschaftswissenschaftler, kritischer Ökonom und Staatswissenschaftler und außerordentlicher Professor an der Universität Erfurt. Danke dir, Helge, dir noch einen schönen Tag und danke fürs Gespräch. Jo, gerne. Tschüss.